Für mich ist hier ganz besonders ausschlaggebend, dass ja Bildung nicht nur für eine Einzelperson gedacht ist, sondern auch für eine ganze Gemeinschaft. Und wenn wir Flüchtlingslager, ob wir nun wollen oder nicht, auch als große Gemeinschaften betrachten wollen, dann sollte eine Bildung, eine Hochschulbildung ganz besonders, und wenn sie digital angeboten wird, eben noch mehr, der gesamten Gemeinschaft nutzen. Was in den Lagern wichtig ist, ist den gesamten Kontext genau zu kennen. Es gibt Lager, die eher homogen sind, nehmen wir mal Dadaab, oder auch die Lager in Jordanien jetzt sind eher homogen. Wir haben Flüchtlinge, die zumeist aus einem Ursprungsland kommen. Wir haben andere Flüchtlingslager, in denen die Zusammensetzung der Flüchtlinge wirklich sehr multikulturell und auch mehrsprachig ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Bildungsangebot nur in einer Sprache und aus einer Kultur kommt, würde ich sagen, ist das in humanitärer Sicht nicht mehr akzeptabel. Die Gefahr liegt allerdings nicht nur im gesamtkulturellen Bereich, sondern auch im Bereich der intellektuellen Kultur. Das heißt, welche Denkmuster bringen die Flüchtlinge selbst mit? Inwieweit kann ein Angebot, das nicht relevant ist und das nicht nachbearbeitet wurde im digitalen Bereich, das global ist, wirklich für diesen Kontext auch aufgearbeitet werden? Und da bin ich der Meinung, dass wir nicht davon ausgehen können, wenn dir was gefällt, dann machst du weiter, und wenn es dir nicht gefällt, dann lässt du es eben bleiben und brichst den Kurs ab. Das ist im humanitären Kontext nicht mehr akzeptabel. Und ich glaube, da muss man sich von vornherein schon sehr stark überlegen, inwieweit wir eben auch eine kulturelle Vielfalt und auch die Sprachenvielfalt nicht nur respektieren, sondern auch fördern können. Wir müssen eben sehr, sehr proaktiv sein, mit den Universitäten vor Ort zusammenarbeiten, mit den Flüchtlingen selbst zusammenarbeiten, ihr Potenzial entwickeln und sie dann sofort einbinden in die Entwicklung und in die Anpassung des digitalen Angebots, das wir dann mit ihnen zusammen entwickeln.